Hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen bei den Crocodiles. Mein Name ist Nils Abraham und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist unser Trainer Andres Bakiric. Vielen Dank, dass du da bist, Andres. Du bist ja in der Oberliga eigentlich ein ganz bekannter Trainer mit Station beim HSV in Timmendorf. Trotzdem glaube ich, dass viele unserer neuen Fans Andres noch nicht so richtig kennen. Insofern würde ich dich bitten, erzähl doch ein bisschen was über dich. Okay, ja. Ich heiße Andres Bakiric, komme ursprünglich aus Lettland, bin schon lange Jahre hier in Deutschland, bin ganz, ganz jung, Trainer noch, 57 Jahre jung. Ja, okay, obwohl ich habe schon sehr viele Stationen hinter mir, wie auch du sagst, der Timmendorf habe ich gemacht, 3,5 Jahre habe ich HSV gemacht hier in Deutschland. In 19 Jahren war ich in Bayern bei Klostersee, da war ich hauptamtlicher Nachwuchstrainer, da habe ich meine Laufbahn, Trainerlaufbahn schon angefangen. Unter anderem habe ich auch unsere Christoph Schubert trainiert, da war er glaube ich 13 oder 14 Jahre, 14 Jahre jung. Das war, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, das war 97 und noch Christoph habe ich trainiert, okay. Dann meine Station war in Lettland. Wir haben in osteuropäischer Liga gespielt. Liga 2000 haben wir gegründet, professionelle Mannschaft. Da war eine gute Saison. Danach ging ich nach Kanada. Eine Saison habe ich trainiert in Midget- und Juniorenmannschaft in Kanada bei Calgary. Das war sehr gute Erfahrung. Dort in Kanada habe ich gesammelt. Danach bei KHL Dynamo Riga war ich tätig, zwei Saisonen, da war ich Head Coach von Dynamo Riga, Nachwuchs, ja, hinter mir habe ich schon viele gute Stationen, viele gute Erinnerungen, wo habe ich meine Trainerphilosophie eigentlich entwickelt, das was ich kann jetzt weiterbringen zu unseren Jungs. Ich glaube, dann dürfen die Crocodiles sich auch für geballte Trainererfahrung freuen. Wenn ich da richtig zugehört habe, das sind ja noch ganz viele Stationen, wo du sicherlich ganz viele mitbringst und unseren Jungs weitergeben kannst. Du hast mit Sven Gösch zusammen die Mannschaft zusammengestellt. Zufrieden? Zufrieden kann man sagen, nur wenn wir haben sehr guten Platz nach der Saison. Ja, auf jeden Fall, ich bin zufrieden, ja, das muss ich sagen. Wir haben eine gute Mischung in die Mannschaft mit erfahrenen Spielern, mit professionellen Spielern, vor allem Christoph Schubert natürlich. Wir haben junge Spieler, viele junge Spieler. Wir haben, glaube ich, 6, 7 Spieler in 20 Jahre, talentierte Spieler, willige Spieler. Und ich denke mal, diese Mischung Erfahrung und Jung kann uns wirklich die Mannschaft helfen und weiterzuentwickeln, alle Spieler nach vorne, nach oben vor allem. Anders, wo denkst du, wird die Mannschaft sich finden in der Liga? Wir werden ja nicht um die Meisterschaft mitspielen, aber wo denkst du, wird die Mannschaft sich finden? Offen zu sagen, darüber denke ich gar nicht. Um irgendeinen Platz zu denken, einem Trainer vor der Saison. Und ich habe nie eigentlich gedacht in meiner Trainerkarriere, jetzt müssen wir unbedingt Dritter, Vierter. Es gibt nur in Eishockey einen Platz, erst. Ja, und wenn du kannst mit dem kämpfen, dann kannst du so ein Ziel stellen. Ja, aber generell, ich vorbereite mich von Spiel auf andere Spiel. Ja, und für mich ist wichtig, dass wir über 60 Minuten Spiel, ein gutes Spiel, unsere Zuschauer, unsere Fans zeigen und für uns selber. Ja, das ist das Wichtigste, Spiel für Spiel. Und Platz, natürlich wollen wir hochstmöglich krabbeln, hochstmöglichen Platz, ja, am besten am ersten Platz, ja. Aber ich weiß, das ist ein Neuaufbau für uns, obwohl wir haben 2/3 von den letztjährigen Kader schon in die Mannschaft. Ja, und ja. Aber das ist Neuanfang. Ich denke mal, für eine Mannschaft, welche ist jetzt zusammengebaut, einen bestimmten Platz zu geben, das ist viel zu früh zu sagen.
im Laufe der Saison können wir, okay, ja, kriegen wir den Playoff-Platz, kämpfen wir um den Top, weiß ich nicht, 6 oder 8, ja, aber meine Einstellung ist von Spiel auf Spiel. Gut, da freuen wir uns. Ich denke, dass wir dieses Jahr mit dem Abstieg wohl nicht so viel zu tun haben. Was denkst du? Darüber überhaupt nicht, mache ich keinen Gedanken. Das ist super. Anderes, ich stelle mir vor, das ist nicht ganz einfach, eine Mannschaft zu trainieren mit einem NHL-Star und mit sehr jungen Spielern aus der DNL, die eigentlich in der Oberliga erst Fuß fassen wollen. Hast du da eine Idee, wie das am besten laufen kann? Ich sehe das nicht wie eine schwere Aufgabe. Jede Mannschaft coachen ist eine schwere Aufgabe, kompliziert. Wir haben 20 unterschiedliche Spieler, 20 verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakter. Und so einen Spieler wie Christoph Schubert, ja, in die Mannschaft zu haben, das ist doch eine, sagen wir so, nicht Ehre, das ist eins, aber wir können nur profitieren davon. Ja, jeder muss auch profitieren davon. Und hier, ich sehe das ein Vorteil, ja, für die Mannschaft, für jeden Spieler und auch für mich. Ich weiß, wie professionell und wie gut ist Christoph mit seinem NHL-Erfahrung, und deswegen, ich bin fest überzeugt, dass er hilft uns, den jungen Spieler sich weiterzuentwickeln. Und ich bin sehr froh überhaupt, ja, dass wir haben so einen Spieler. Und deswegen, wie gesagt, es ist nicht ein Nachteil oder komplizierte, schwere Aufgabe für mich. Ganz im Gegenteil, ich sehe das noch, für mich wird viel leichter, was heißt leichter, ja. Sag mal so, wir werden professioneller arbeiten zusammen. Wir werden professioneller zusammenarbeiten. Ja. Ich bin sehr, sag mal so, glücklich sogar, dass so ein Spieler wie Christoph ist bei uns, weil meiner Meinung nach ist Christoph besonderen Spieler in ganzem Deutschland, und meiner Meinung nach ist einer von den besten Spielern aller Zeiten in Deutschland. Weil wie viele Spieler hat er überhaupt in der Tür geschafft? Also ich glaube, wir sind alle glücklich, dass er bei uns ist. Und kommt da als Christoph Schubert, das ist, glaube ich, eine ganz neue Etappe in unserem Vereinsleben, in der Mannschaft. Und das wird bestimmt ganz spannend. Am kommenden Sonntag habt ihr so sehr früh morgens um 8.30 Uhr die erste offizielle Trainingseinheit der Kohle als Mannschaft, Trainer, alle zusammen. Hast du dir da was vorgenommen für die Jungs, oder wie geht das los? Ja, wir gehen in ganz normalen Trainingsbetrieb. Natürlich, ich freue mich schon an den ersten Eiszeit, genauso wie die anderen, aber wir fangen an jetzt ganz normal zu trainieren. Es geht nicht das, dass wir machen jetzt irgendeine besondere Sache. Der Jungs war schon ein paar Mal auf Eis mit Christoph zusammen, ganz normalen Training. Wir bereiten uns vor für die Saison. Die Saison wird bestimmt sehr hart, sehr, sehr schwer für uns sein, weil wir haben in der Liga sehr viele professionelle Mannschaften, ja, das wissen schon alle, ja, und wird schwer, ja, aber wir freuen uns auf schwere Aufgabe, und das ist für uns eine Herausforderung für alle. Wir freuen uns auch auf die Spiele. Anders, in der letzten Saison haben Tilburg und Duisburg ja die Oberliga sehr dominiert. Wer denkst du, wird denn in dieser Saison ohne spielen und vielleicht sogar Meister werden? Ich glaube schon, Duisburg und Tilburg wird genauso auch diese Saison ganz oben mitspielen, aber ich denke mal, es gibt schon 5, 6 Mannschaften in die Liga, welche können wirklich auch Parole bieten, so wie Leipzig, Halle auf jeden Fall, Herne. Essen ist ganz, ganz stark auch geworden diese Saison. Deswegen, sag mal, 6, 7 Mannschaften, das wird ziemlich eng. Alles dir viel Erfolg in der Arbeit, die wir da hier bei den Commodals machen. Wir werden alle miterleben, was daraus geworden ist. Toi, toi, toi. Danke. Dass ihr ein tolles Ergebnis erreicht, dass wir tolle Spiele sehen, glauben wir sowieso. Es geht los, wie gesagt, am kommenden Sonntag mit einer Trainingseinheit in der Volksbank Arena, und danach geht es dann gleich am 4. September gegen Odense hier als Heimspiel weiter, und dann kommt am 11. die Hannover Scorpions, und das wird, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache, sich das anzusehen, wo stehen die, wo stehen wir. Also wir sehen uns, bis dahin. Tschüss. Tschüss.